Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. So, dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja jetzt letztes Mal eine kurze kleine Nebenquest gemacht. Dann wollen wir mal gucken, wie es mit den Quarianern weitergeht. Das war ja jetzt hier so nur so ein Nebenstopp. Und dann gucken wir mal. Den Admiral retten und den Server sabotieren. Ich würde eher den Admiral zuerst machen wollen. Aber mal gucken, ob wir uns das aussuchen können oder eher nicht. Schauen wir mal. So, ach, wir können uns das aussuchen. Ja, dann Admiral. Der hat Priorität. So, natürlich nehmen wir wieder Tali mit und... Ne, komm, eigentlich Ashley ist okay. Komm, nehmen wir nochmal Jarvik wieder mit. Machen wir mal so die Sturm... Obwohl, ne, komm, wir nehmen Garrus mit. So, fangen wir vorne an. So, bewaffnungstechnisch, wie gesagt, wir haben es ausprobiert. Mann, gut, dass ich es jetzt nicht bei der Hauptquest gemacht habe. Garrus, du hattest eigentlich auch schon soweit alles gut drinne. Deswegen, let's go. Eine Überlastung braucht 5. Also, nee, Quatsch, 6. Also, wir bräuchten noch ein Level. Bestätigt. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach Ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Na gut. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Na denn, würde ich sagen, machen wir mal... Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren... Dann wollen wir mal gucken, Tali. Störtürme. Clever. Was würden die wohl machen, wenn wir mit ein paar Asteroiden ankämen? Sie wollen Meteoriten auf Ranoch einschlagen lassen? Damit wäre jedes Leben unmöglich. Der Staub würde sich legen und die Anzüge haben sie ja sowieso schon. Ist aber trotzdem nicht das, was die jetzt eigentlich wollen. Kurz nochmal nachladen. Aber passt. Wird das Wrack zu sein. Alles in Ordnung? Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Ja. Oh, Javelin. Das sieht aus nach einem Präzisionsgewehr.
Ich habe keine Ahnung, ob es sich jetzt lohnt oder nicht. So, das haut das Gewicht aber mal ordentlich nach oben. Okay, der Schaden ist deutlich besser, die Präzision ist besser, die Feuergeschwindigkeit ist geringer, die Kapazität ist geringer. Okay, mit den Mods kann ich das gar nicht tragen, so wie ich es jetzt derzeit drin habe. Okay, ich kann jetzt hier auch nicht modden, ne? Ich riskiere es auch mit dem 131, oha. So, ich will wissen, ob das Ding jetzt Bums hat oder nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Einschuss-Sniper. Unter uns. Okay, braucht ein bisschen Anladezeit. Und wenn man nicht richtig zielt mit dem Ding, ist das Ding Mist. Oh ja. Kann ich mich hier einfach so draufsetzen, so. Alter. Das zieht ja mal richtig. Ich denke, das soll präziser sein. Okay, also Fähigkeiten kann ich jetzt vergessen. Der Damage ist aber, boah, vorzüglich. Da werden Gas abgeworfen. Okay, fast sogar noch mit dem Schild weggeknallt. Sei denn, ich sehe sie nicht gleich rechtzeitig. Alter, bis die Abladezeit weg ist. Ruhe. Hier wird nicht rumgebübbelt. Ah, sind die Fähigkeiten jetzt eigentlich schon wieder. Oh. Ne? Dieses kurze Ansetzen. Was wir jetzt haben. Abwehrgeschütze direkt vor uns. Habe ich ihn jetzt da durch erschossen? So. Ich habe sogar den anderen getroffen. Okay, wunderbar. Ach, Mensch. Okay, es verzeiht kein Treffer. Anscheinend hat das Geschütz eine Steuerkonsole. Sehen wir uns die mal an. Der daneben geht. Also sprich, sobald einer daneben geht, ist vorbei. Was ein bisschen schwierig ist. Aber schauen wir mal. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ja, wen nehmen wir denn da am besten? Komm, Tali. Tali, das ist Ihr Job. Kein Problem. Da kommen Gas! Ja, denn? Halt! Falsche Richtung geguckt. Natürlich ist der jetzt vorne um mir fallen. Das ist natürlich ganz doof. Okay. Hat jetzt nicht so gejuckt. Also weil die halt ein bisschen wackeln oder ähnliches. Hier ist Skaros. Also den Kommandanten kriege ich damit nicht weg. Dann machen wir es brachial. Kurz nachladen.
Das Flugabwehrgeschütz ist offline. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Ich muss sagen, eigentlich macht das Sniper schon richtig Spaß. Es hat auch richtig Bums, das heißt, selbst ein Körpertreffer macht ordentlich Schaden. Es ist ja noch Version 1. Das heißt, man kann da eigentlich noch deutlich mehr rausholen, als es eigentlich ist. Ich weiß nicht, es verzeiht halt keinen Schuss daneben so wirklich. Okay. Magazin-Upgrade. Für Sturmgewehr. Ja. Okay, siehste, läuft doch. So, haben wir hier noch weitere Minen? Rote Geff, das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Energiezelle. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutst. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt, und sagen Sie meinem Sohn, sagen Sie Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hutst, was Runoff. Auf zu diesem Turm. Ja, auf zu dem Turm. So, hier haben wir noch ein MP-Upgrade. Auch schön. So, dieses Geff-Geräusch bei dem Gewehr finde ich auch mega geil. Gut, gehen wir erstmal eine Seite machen. Wieso wusste ich, dass das jetzt passiert? So. Ah, der hat mich gut getroffen, aber bin noch nicht Game Over. Ja, man muss sich ein bisschen einspielen mit dem Ding. Okay. So, jetzt reicht's hier aber. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Und ich habe auch schon eine leise Ahnung, was wir jetzt gleich machen können. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. So, und wir beide, Garrus. Sie sollten das Geschütz bemannen, Shepard. Ja, das hatte ich auch vor. So, dann wollen wir mal. Geld im Anmarsch! Und das Ding ist heiß. Komm, 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 komm. Autsch. Geben Sie mir mehr Zeit. Muss nochmal nachladen. Ja, von wo kommt er? Garrus. Chris ihn? Na gut. Machen wir mal kurz so.
Natürlich ziehe ich mir instant das Feuer rein. Erledigt. Das Geschütz ist offline. Holen wir uns das Letzte. Geth an der Tür! Kann ich rumdrehen? Ja. Na komm rum da. Klappt nicht ganz so. Jetzt steht er erst auf. Ja, du bist mir auch einer da. Dafür gibt's einen Schuss. Vergiss es, du kommst nicht ans Geschütz ran. Das Ding ist schon mordstark. So, erstmal Ablenkung hier. Na gut, das war's. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, du wieder. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Hallo, Herr Kommandant. Oh, nein! Jetzt so. So. Bin gleich soweit. Naja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Kein Stress. Wir halten das irgendwie. Okay. Ah, ist er zurückgewichen? Na denn? Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Gesehen! Okay. Wir kriegen ganz schön was auf den Arsch. Sie können gehen. Los! Geth hinter Ihnen! Gehen Sie in Deckung! Die Rakete. Nee, die kann ich nicht abschießen. Die landen und schießen, ne? Das ist ja fies.
Na komm. Ich kann nicht schießen. Jetzt. Los! Admiral, kommen Sie! Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. So richtig Mist. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine vollentwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Vielleicht müssen sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Geth in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder... Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel.
Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Ja. Aber es hat ja schon mal ein bisschen geholfen, mal zwischendrin ein bisschen was reinzusagen. So, wir haben neue Aliens. Volo-Schlachtschiff Kuvunu. Okay. Teufel der Leere, Kampfgeschwader. Watcher Arbeitstrupp. Ja, gut. Gucken wir mal weiter. Allianz hat auch was Neues gekriegt. 103. Marinedivision. Erste Flotte der Allianz. Dritte Flotte der Allianz. Und ja, passt. Asari. Asari-Kreuzer Nefrane. Okay. Die Forschungsschiffe. Kreuzer Sibien und Asari-Technikerin. Okay, eine Technikerin ist genauso viel wert wie ein ganzes Schlachtschiff. Wow. So, verbesserter Raumschiff-Treibstoff für den Tigel. Volos Produktionseinheiten. Volos Techniker-Team. Okay. Okay, ein bisschen Gitter. Exogeni-Wissenschaftler. Element Zero-Konverter. Notfall-Treibstoffkapseln. Ja, wir kommen gut voran mit dem Tigel auf jeden Fall. So, und Quarianer. Haben wir Ziel. Okay, gut. Ja, ist halt ein bisschen blöde Entscheidung gewesen, aber was soll ich machen? Entweder die gesamte Flottille wegknallen oder nicht. Bereit, die Reaper-Basis anzugreifen, wenn sie es sind, Shepard. Okay. Wir reden später, Tali. Natürlich. So, aber jetzt will ich gerne nochmal gucken, ob wir das Sniper vielleicht noch ein bisschen angenehmer kriegen. Es ist schon geil. Ohne Frage. Es braucht so ein bisschen Übung, weil es ist halt ein... Das ist eine... Wir haben neue Nachrichten, Commander. Ja, gleich. Machen wir gleich. Erstmal eins nach dem anderen. Es ist halt ich das... Ich hab den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Der kuschelige Panzer war aber trotzdem besser. Gut, Waffen-Mod-Station? Nee, ich muss ja jetzt erstmal gucken, dass ich es upgrade. So, Impulsgewehr. So, ja, das mal finden hier, ne? Wir haben ja jetzt nicht nur eine Waffe. Da ist es schon. Javelin. Weil es reduziert ja auch das Gewicht. Und dementsprechend machen wir das jetzt auf volle 5. Mal gucken, ob das was bringt oder ob das eher nichts bringt. Da sind wir aber 100 drüber. Gut, das heißt, ich muss... Also ich würde es gerne mal spielen. Es würde sicherlich mordsmäßig Spaß machen, aber ich muss einen Ultraleichtbau reinmachen. Ansonsten komme ich hier nicht voran. Jetzt sind wir minus 36. Das heißt, ich habe jetzt das Scope rausgenommen. Es ist halt schweineschwer. Aber es sind halt zwei Waffen, die ich gerne spielen möchte. Das schwerste Sniper und das schwerste Sturmgewehr, was wir derzeit besitzen. Und beide schon mit Ultraleicht. Eieieiei. Na, mal gucken, ob das so hinklappt oder nicht. Das ist mir jetzt aber mal... Haben wir ein bisschen wenigstens was anderes. Weil es ist eigentlich spielbar. Und das, was ich davor sagen wollte, wie gesagt, wir werden hier halt ständig unterbrochen. Ist halt schon wichtig, dass man halt auch mal ein bisschen was anderes nimmt. Und sich auch mal verbessert. Weil das eine Sekunde, also es ist wirklich nur so eine halbe Sekunde, wo man halt vorzielen muss. Ja gut, man muss im Kopf ein bisschen umdenken, aber man kriegt's hin. So, mein Cousin Dawn von Naveltel was Giru Gold
Commander Shepard, die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Ich trauere um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind. Aber Zal Koris hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor die Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie meinen Cousin Don Hazard auf Rachnoch getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dorn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Commander, für alles, was Sie getan haben. Mit respektvollen Grüßen, Captain Naveltel, manche Namen sind ja wirklich schon schwer. Gut, aber jetzt genug gepalabert. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.